Sarah leidet an einer chronischen Erkrankung. Sie weiß, was es bedeutet, damit zu leben, was ihr gut tut und was nicht. Ihre Erfahrungen im Umgang mit der Krankheit sind hilfreich für die Forschung, denn dieses Wissen kann mithelfen, neue Therapien zu entwickeln oder bereits bestehende zu verbessern. Deshalb bringt sich Sarah aktiv ein und teilt ihre Erfahrungen. Ihr ist wichtig, dass die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt rücken und in Prozesse einfließen. Diese aktive Beteiligung wird Patient and Public Involvement genannt, kurz PPI. Was macht Sarah konkret? Sie arbeitet als gleichwertige Partnerin mit dem Forschungsteam zusammen. Sie ist also nicht Teilnehmerin einer klinischen Studie, bei der etwa ein Arzneimittel zur Behandlung erprobt wird. Bei PPI ist Sarah Teil des Teams. Sie kann bei der Planung, Durchführung und Auswertung der Studie mitwirken, also beim gesamten Prozess. Wer kann bei PPI mitmachen? Neben Patientinnen wie Sarah können das auch Angehörige oder die Vertretung einer Patientenorganisation sein. Im weitesten Sinne jedes Mitglied der Gesellschaft. Wie kann diese Mitgestaltung aussehen? Sarah kann sich auf unterschiedlichen Ebenen aktiv einbringen. Bei der Erstellung von Informationsmaterial für Studienteilnehmende, als beratendes Mitglied eines Entscheidungsgremiums oder bei der Zusammenfassung der Studienergebnisse in laienverständlicher Form. Denkbar sind viele Möglichkeiten. Für Sarah steht fest, sie will sich weiterhin aktiv einbringen und ihren Teil zu einer Forschung beitragen, die für Betroffene einen Mehrwert bringt und relevant ist.